Es war einmal in einem weit entfernten Land, da lebten zwei beste Freunde in benachbarten Häusern. Ihre Namen waren Kai und Gerda. Kai und Gerda pflanzten beide eine Rose in ihren Vorgarten, um sich gegenseitig ihre Zuneigung zu zeigen. Die Rosen sollten mit ihnen gemeinsam wachsen. Als der Herbst zu Ende ging und der Winter kam, wurde die ganze Stadt mit Schnee bedeckt. In den kalten Winternächten waren der größte Spaß für Kai und Gerda die Märchenstunden mit Kais Großmutter. »Wo kommen der Schnee und die Kälte her?«, fragte Gerda. »Von sehr weit weg«, antwortete die Großmutter und begann, ihre Geschichte zu erzählen. »Es war einmal ein Königreich, das von Schnee und Eis bedeckt war.« Die Schneekönigin lebte alleine in ihrem Schloss aus Eis, das sie selber mit ihrer Magie geschaffen hatte. Die Schneekönigin war wunderschön und so pur wie Eis. Aber die Schneekönigin hatte ein kaltes Herz und sie hatte viele magische Objekte in ihrem eisigen Schloss versteckt. Der Eisspiegel war eines dieser Objekte. Durch den Eisspiegel beobachtete die Schneekönigin alles, was in der Welt vor sich ging. In diesem Moment sah Gerda die Schneekönigin vor dem Fenster. Kai, Großmutter, es ist die Schneekönigin. Sie beobachtet uns durch das Fenster. Das ist bestimmt nur die Katze, die in der Kälte friert. Kann die Schneekönigin wirklich hierher kommen? Lass es sie doch versuchen. Ich würde sie so schnell in den Kamin schubsen, dass sie schmelzen und zur Wasserkönigin werden würde. Durch den Eisspiegel sah die Schneekönigin ihnen zu und hörte Kais Worte. So, so. Du wirst mich in den Kamin werfen und mich zur Wasserkönigin machen, ja? Eiskristalle, fliegt durchs Land. Findet diesen Jungen und macht seine Augen und sein Herz zu Eis. Lasst seinen Blick auf alles eisig sein und alle Liebe aus seinem Herz verschwinden, befahl die Schneekönigin ihren Eiskristallen. Plötzlich begann ein Schneesturm vor Gerdas Haus. Die Eiskristalle wirbelten auf Gerda zu. Kai öffnete das Fenster, da er neugierig war und sehen wollte, was vor sich ging. Gerda schrie, Kai, stopp! Aber es war zu spät. Ah, etwas hat mein Auge gestochen. Ah, mein Herz! In diesem Moment wurde der Fluch der Schneekönigin wahr und die Eiskristalle drangen in Kais Augen und Herz ein und verwandelten ihn in einen anderen Menschen. Gerda fragte ihn, was passiert war, aber Kai schrie sie an. Nichts, mir geht's gut. Lass mich in Ruhe. Das war seltsam. Kai war noch nie so unfreundlich zu Gerda gewesen. Sie konnte nicht verstehen, warum er sich plötzlich so verhielt. Am nächsten Morgen war Kai immer noch so schlecht gelaunt. Als Kai seinen Schlitten in den Garten zog und Gerda ihn fragte, wo er hinging, maulte er sie wieder an. Er sprang auf seinen Schlitten und fuhr davon. Gerda lief ihm nach, aber konnte ihn nicht erreichen. Plötzlich tauchte die Schneekönigin aus dem Nichts auf ihrem Schlitten auf und Kai folgte ihr. Gerda war so erstaunt und sie konnte nichts tun, als sie beide aus ihrer Sicht verschwanden. Die Schneekönigin nahm Kai mit zu ihrem Eisschloss. Gerda verbrachte Tag um Tag an ihrem Fenster und wartete darauf, dass Kai wiederkam. Tage und Monate vergingen und schließlich war der Winter vorbei, aber Kai war noch immer verschwunden. Als sie es nicht mehr aushalten konnte, beschloss Gerda, Kai suchen zu gehen. Sie nahm den Spiegel, den ihre Großmutter ihr hinterlassen hatte, und ging hinaus ins Land, um ihren besten Freund zu finden. Gerda kam durch viele Städte und fragte jeden, an dem sie vorbeikam, ob sie Kai gesehen hatten. Schließlich kam sie am Ufer eines Flusses an.
Sie sah sich um, aber es war niemand zu sehen, den sie nach Kai fragen konnte. Sie fragte den Fluss, aber bekam keine Antwort. Plötzlich landete eine Möwe neben ihr. Der Fluss kann dir sicher helfen, aber zuerst musst du ihm ein Geschenk machen. Gerda nahm ihre liebste Halskette hervor und legte sie auf die Wasseroberfläche. Plötzlich geschah etwas Wunderliches und aus dem Nichts erschien ein Boot direkt vor ihr. Gerda dachte sich, dass dem Fluss ihr Geschenk gefiel und dass er ihr einen Gefallen tun wollte. Sobald sie in das Boot stieg, begann es von alleine loszufahren. Das Boot brachte Gerda ans andere Ufer. Sie fand sich in einem wunderschönen Garten wieder, der in allen Farben des Regenbogens strahlte. Gerda hatte noch nie einen so traumhaften Garten gesehen. Aber etwas fehlte. Die Blumen dufteten nicht. Auf der anderen Seite des Gartens sah sie eine Frau auf sie zukommen. Sie war die Besitzerin des Gartens. Willkommen, mein hübsches Mädchen. Sie begrüßte Gerda mit einem breiten Lächeln. Und plötzlich merkte sie, dass sie die Blumen in ihrem Garten wieder riechen konnte. Es tut mir leid, dass ich ohne Erlaubnis ihren Garten betreten habe, sagte Gerda. Das ist in Ordnung. Komm, meine Liebe. Ich bin froh, dass du da bist. Es ist so lange her, dass mich jemand besucht hat. Aber sage mir, was machst du hier so ganz alleine? Gerda erzählte der Blumenfrau, dass sie ihren Freund Kai suchte und fragte, ob sie ihn gesehen hatte. Aber die Frau sagte, dass Gerda die einzige Person war, die sie seit langem gesehen hatte. Wirklich? Dann muss ich mich wieder auf den Weg machen. Ich muss Kai so bald wie möglich finden. Die Blumenfrau wollte nicht, dass Gerda ging, also erfand sie eine Ausrede. Hast du Kai gesagt? Lass mich überlegen. Vielleicht habe ich ihn doch gesehen. Gerda erzählte die ganze Geschichte. Und als die Blumenfrau den Namen der Schneekönigin hörte, war sie sehr besorgt. Die Schneekönigin? Dass sie bloß von hier wegbleibt, das kalte Ding. Wegen ihr haben meine Blumen seit Jahren nicht mehr geduftet. Plötzlich wollte die Frau Gerdas Haar kämmen. Gerda verstand nicht warum, aber die Blumenfrau gab nicht nach. Gerda wusste nicht, dass sie einen verzauberten Kamm benutzte. Der verzauberte Kamm ließ Gerda alles vergessen, was sie wusste. Nur ihre Freude blieb ihr. Aber die Blumenfrau war nicht bösartig. Sie war nur einsam und wollte, dass Gerda bei ihr blieb. Als Gerda aus tiefem Schlaf aufwachte, konnte sie sich an nichts erinnern. Nicht einmal, warum sie da war oder wie sie dorthin gekommen war. Aber als sie die Rosen auf dem Hut der Frau sah, begann sie sich zu erinnern. Keine Magie konnte die Kraft wahrer Liebe besiegen. Gerda wusste nicht, wie lange sie in diesem Garten gewesen war, aber plötzlich kamen alle ihre Erinnerungen zurück. Sie kehrte sofort zum Flussufer zurück. Das Boot war noch immer da, aber sie wusste nicht, wohin und was sie tun sollte. In diesem Moment flog eine Krähe über sie hinweg. Es war, als wollte sie Gerda etwas mitteilen. Also folgte sie der Krähe. Sie lief der Krähe für eine Weile nach, bis sie das Eismeer erreichten. Mitten im Eis steckte ein Piratenschiff, das seit langem dort gewesen sein musste. Die Krähe flog zu dem Schiff und setzte sich nieder. Gerda folgte ihr in ihrem Boot und kletterte auf das Schiff. So komme ich also zum Schloss der Schneekönigin mit diesem Piratenschiff? Piraten erschienen an Deck und einer von ihnen, ein Piratenmädchen, kam auf Gerda zu. Du gehst, wo immer wir hingehen. Und das ist nirgendwo. Zur gleichen Zeit versuchte die Schneekönigin Kai alles aus seiner Vergangenheit vergessen zu lassen. Sie hatte Erfolg, bis zu einem gewissen Punkt. Aber was auch immer sie tat, Gerda verschwand nicht aus Kais Gedächtnis. Gerda? Ah, Gerda? Bald wird dein Herz zu Eis werden und du wirst dich an nichts mehr erinnern. Als das Piratenmädchen hörte, dass Kai im Schloss der Schneekönigin gefangen war,
sagte sie Gerda, dass sie ihn besser vergessen sollte, da es keinen Weg gab, ihn von dort zu befreien. »Ich werde ihn nicht vergessen. Er ist mein bester Freund«, antwortete Gerda. Das Piratenmädchen konnte Gerdas Hartnäckigkeit nicht verstehen. Sie wollte, dass Gerda bei ihr blieb und ihre Freundin würde. Aber Gerda war fest entschlossen, Kai zu finden. »Ich werde ihn retten, koste es, was es wolle.« Weil sie keine Freunde hatte, war das Piratenmädchen von Gerdas Entschlossenheit beeindruckt und beschloss, ihr zu helfen. Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, brachte sie Gerda ein Rentier. Es war das schnellste Rentier im ganzen Schneekönigreich. Und sie würde Gerda den Weg weisen. »Versprich mir, dass du diese eisige Hexe besiegst. Damit wirst du auch unser Schiff retten.« »Ich verspreche es. Ich werde dir den Gefallen zurückzahlen«, antwortete Gerda. Gerda ritt auf dem Rentier davon. Sie musste herausfinden, wie sie die Schneekönigin besiegen konnte. Das Rentier würde es ihr zeigen. Nach langer Reise hatte sie den Nordpol erreicht. Ein weiser alter Mann begrüßte sie. »So, du hast also endlich den Spiegel mitgebracht.« Gerda verstand nicht, woher der Mann von ihrem Spiegel wusste. Aber sie wusste, dass sie am richtigen Ort war. Also nahm sie ihren Spiegel hervor und zeigte ihn dem Mann. »Ich soll die Schneekönigin hiermit besiegen?« »Dies ist ein magischer Spiegel. Er zeigt dir die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Sogar, wenn sie tief im Innern versteckt ist.« Da nichts stärker war als wahre Liebe, war die wahre Stärke in uns allen Liebe. Dank des Waisenmannes fand Gerda heraus, wer die Schneekönigin war. Wenn sie die Wahrheit ans Licht bringen konnte, konnte sie ihn besiegen. Denn früher war die Schneekönigin ein warmherziges Mädchen gewesen, mit einem Herzen voller Liebe. Wo immer sie den Fuß hinsetzte, würden Blumen sprießen und ihre Augen strahlten heller als die Sonne. Sie war ein außergewöhnliches und fröhliches Mädchen namens Lila. Aber alle dachten, sie wäre eine kleine Hexe und niemand wollte mit ihr spielen oder auch nur mit ihr reden. Weil sie so alleine war, wurde Lila sehr traurig und bitter. Sie begann jeden und alles um sie herum zu hassen, bis sie eines Tages einen Wunsch äußerte. »Jeder, der zu mir gemein ist, soll zu Eis erstarren.« Dann baute sie ein Schloss, ganz aus Schnee und Eis, und lebte darin, weit entfernt von der Stadt, ganz alleine und ohne Liebe und Freunde. Gerda kam am Schloss der Schneekönigin an und trat ein. Sie sah Kai in einer Ecke, wie er eine Eisskulptur baute. »Da bist du ja! Ich habe dich gefunden!« »Kai! Ich bin's, Gerda! Erinnerst du dich nicht?« Kai sah Gerda an, aber er erkannte sie nicht. »Sein Herz, wie alles andere hier, ist zu Eis erstarrt.« Gerda achtete nicht auf das, was die Schneekönigin sagte. »Lass ihn los! Er gehört jetzt zu mir! Ich werde dich auch zu Eis erstarren lassen!« »Nein, das wirst du nicht!« »Kai! Ich liebe dich!« Kai begann sich langsam zu erinnern. »Gerda! Ja, ich erinnere mich!« Wütend schwang die Schneekönigin ihren Zauberstab und der Eisfluch entfaltete sich aus seiner Spitze. In diesem Moment nahm Gerda ihren Spiegel heraus und hielt ihn gegen den Fluch. Als der Fluch den Spiegel traf, verschwand er. Und der Moment war gekommen. Die Schneekönigin sah in Gerdas Spiegel, aber sie sah nicht sich selber, sondern das Gesicht eines kleinen Mädchens. Lilas Gesicht. Plötzlich wurde die Schneekönigin wieder zu dem lieben und netten Mädchen, das sie früher gewesen war. Sie war wieder Lila. »Vielen Dank. Jetzt weiß ich wieder, wer ich wirklich bin. Und ich bin wieder frei. Lebe wohl.« Kai und Gerda sahen einander an und lächelten. Von jetzt an würden sie nie wieder getrennt sein und sie würden zusammen weiterwachsen. Genau wie die Rosen,
die sie in ihren Vorgärten gepflanzt hatten. You're happy and you know it's time.